Und ein herzliches Willkommen zurück wieder bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Ich glaube, das fünfte ist es schon oder vierte immer noch, ich weiß es nicht. Mit von Nö, Gameplays als Hobby. Und wir machen natürlich immer wie immer die Standardgruppe und nehmen weiterhin Bowser. Mit dem bin ich einfach am besten. Und wir schauen mal, wen wir da in Runde 1 bekommen. Buhu. Mulderin. Okay, ein blöder Gegner. Da bin ich ja mal gespannt. Mulderin hat Aufschlag. Genau das hasse ich am Buhu. Sehr schön. Mein Panzer! Ich fress euch. Oh. Seitenwechsel. So, Pause aus dran. Oh. 15. Scheiße. Das gegen Buhu ist echt nicht leicht. Der mit seinen Trickschlägen, das ist Hammer. Ja! Runde 1 geht an mich.
9-4, ja. Habe ich doch ganz gut hingekriegt. Sehr schön. War aber ein netter Kampf. So, wir suchen direkt den nächsten Gegner, weil wir sind erst mal 5 Minuten. Das heißt, ein Match funktioniert auf jeden Fall noch. Schon wieder mal ein Diddy Kong. Ist ja auch klar, der ist neu. Und der Dudes. Hello, Dude. Dudes. Wie auch immer. 2-0 hat er sein vorheriges Spiel gewonnen, genau wie ich. Mal gucken, wie er ist. Der kam mir jetzt echt so vor, als hat er dasselbe Problem wie ich mit diesen schnellen Charakteren. 15. Er ist nur am Zappeln. So, 1-0. Ich bin dran mit Aufschlag. Haben wir nehmen mal ein paar Granaten rein. Er hat den Ball gerade so noch gekriegt, ey. 15-0. Oh, es hängt. Warum haben die Leute immer eine schlechte interne Verbindung? Gut, ich habe gewonnen, aber das war blöd. Okay, machen wir noch ein Match? 7 Minuten hätten wir quasi noch. Gut, ansonsten machen wir 5 Minuten länger. Wir suchen noch den von der Runde 3 den Gegner. Also an meinem Internet liegt es zum Glück nicht, sonst hätte ich ja auch nicht gewonnen. Der Richie mit Yoshi. Siehst du, der spielt man süßen Yoshi. Mal gucken, ob er damit besser klarkommt. Ich brauche was langsam Kräftiges. Das gleiche auch bei Pokémon Tekken DX. Knackrack ist ja auch keine schnelle Person, aber dafür kräftig. Und mit dem bin ich am besten. Monster-Schildkröte gegen Drachen. Yo, yo! Mir tut der Yoshi immer so leid. Ich will den immer so ungern kaputt machen. Yeah!
Meine Güte. Aber er kommt scheinbar gut klar mit dem Yoshi. Nee, den krieg ich nicht mehr. Oh, warum hängt das hier so? Nein! Okay. Seitenwechsel. Das gibt's doch nicht. Wie kann der immer hinter mir sein, der Ball plötzlich? Ich verstehe das nicht. Ja, dein Krieg ist zu früh, ja? Oh, voll auf die Nase. Voll auf die Kugelnase. Nein! Oh. Hab doch gar nicht zweimal gedrückt. Jetzt habe ich zweimal gedrückt. 40-15. Na toll. Habe ich vielleicht doch noch eine Chance. Scheiße. Okay, Richie, gut gespielt. 2-0 gewonnen, meine Güte. Aber das mit diesen Superschlägen, ich verstehe das nicht. Wie der Ball immer über mich drüber fliegt, obwohl ich doch direkt vor ihm stehe. Ich kapiere das nicht. Ich kann nicht zuschlagen. Ist eine echt komische Sache manchmal. Okay, das war's dann hier mit der Aufnahme aber und mit der Aufnahmesession. Ich muss jetzt noch andere Sachen aufnehmen, weil ich muss jetzt noch... Na gut, Zelda habe ich noch 3 Teile, aber Nier Automata habe ich jetzt gar keinen Teil mehr für morgen. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal weiter aufnehmen. Und dann werde ich morgen aber trotzdem wieder hier weitermachen. Okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir schon wieder rausgeflogen sind. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt Mario Tennis Aces mit Bowser von Löher Gameplays als Hobby. Tut mir leid, dass ich vielleicht ein bisschen kommentiere oder sowas, aber ich freue mich einfach, dass ich wieder aufnehmen kann. Ich habe Energie. Die 2 Wochen taten mir nicht so gut. Die 2 Wochen nicht aufnehmen. Und das kommt jetzt alles so rausgesprudelt. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.